Hallo, hey ihr sexy Lords und Ladies, was geht oder geht nix? Wir fangen auf jeden Fall an mit einem Thema, nachdem ihr wieder mal so laut geschrien habt, dass ich überhaupt keine andere Wahl habe, als darüber zu quatschen. Und ja, ihr habt geschrien, auf Twitter, in Caps Lock. Zu sehen in diesem Video hier ist wohl eine Mutter, die ihrer eigenen Tochter den Kopf kahl rasiert, weil sich die Tochter in der Schule über eine Mitschülerin lustig gemacht hat, die eine Glatze hat. Blöd nur, dass die entsprechende Mitschülerin gegen Krebs kämpft und ihr die Haare aufgrund der Chemotherapie ausfallen. Ergo, sich über so jemanden lustig zu machen, ist ein krasser Arschloch-Move, sah auch die Mutter so. Tja, und damit ihre Tochter mal sieht, wie das ist und wie sich das anfühlt, werden ihr kurzerhand von der eigenen Mutter die schönen, langen, dunklen Haare abrasiert. Da dachte sich die Tochter bestimmt auch nur so. Was? Ja. Darauf war ich nicht vorbereitet. Klar, Mobbing ist komplett daneben und jemanden zu mobben, der gerade gegen Krebs kämpft, das lässt mich schon sehr an der geistigen Gesundheit eines Menschen zweifeln. Wer macht sowas eigentlich? Genau, Drecksdeppen. Ach so, ja, die machen das. Macht natürlich Sinn. Aber im Ernst, Freunde, Erziehungsmaßnahmen hin oder her, hat die Mutter da richtig reagiert oder hat sie völlig überreagiert? Wäre es nicht sinnvoller, jemanden gewesen, der so eine Klatsche hat, sich über jemanden lustig zu machen, der gegen den Krebs kämpft? Einfach mal einen Tag lang dazu bewegen, sich demjenigen, der betroffen ist, anzuschließen, bei der Chemotherapie dabei zu sein, zu sehen, wie schlecht es den Leuten geht? Jeder, der sowas Ähnliches wie ein Herz hat und einen Funken Anstand und Menschlichkeit, macht danach keine Witze mehr. Und wenn doch, dann gehört derjenige auf jeden Fall sowas von ge... Es ist ja weitläufig bekannt, dass die NSA sich so einiges an Technik leistet, um einfach alles und jeden abzuhören und auszuspionieren. Aber Nutzer des E-Mail-Dienstes Yahoo, warum auch immer man bei Yahoo sein sollte, freuen sich bestimmt total darüber zu hören, dass jetzt rausgekommen ist, dass Yahoo ganz selbstverständlich hunderte Millionen E-Mail-Nutzer durchsucht, durchleuchtet, ausgehorcht und vertraulichste Inhalte von zum Beispiel E-Mails an die US-Behörden weitergeleitet hat. Das ist wahrer Patriotismus. Trump wäre stolz auf euch. Während Google, Microsoft und Apple immer wieder betonen, sie würden sich gegen solche Forderungen der US-Geheimdienste, würden sie denn kommen, jederzeit zur Wehr setzen, hat Yahoo wohl kurzerhand einen Generalzugang zu Nutzerdaten und E-Mail-Konten bereitgestellt. Man könnte auch sagen, sie haben im Knast freiwillig die Seife fallen lassen, weil sie darauf stehen. Denn Gratulation, sie dürften sich wohl endgültig als gefickt betrachten. Der ohnehin angeschlagene Konzern erholt sich von so einer Schlappe und so einem Skandal bestimmt nicht mehr so schnell. GG! Wir bleiben noch kurz technisch, denn Google stellt nun sein neues Super-Smartphone aus eigenem Hause her, das Google Pixel. Neben allerhand technischem Firlefanz, der zwar ganz cool ist, den aber die Konkurrenz auch schon bietet, ist vor allem eines interessant. Der unglaublich fähige KI-Assistent. Klar, der wird bestimmt mega interessant und auch bestimmt mega hilfreich. Bestimmt. Vor allem aber finde ich interessant zu beobachten, wie sich das Bild des Technikverständnisses des Menschen ändert mit solchen Angeboten. Gerade eben im Thema davor ging es noch um Yahoo und während vor kurzem und immer noch und immer wieder alle Leute Angst um ihre persönlichsten Daten haben, wird nun im Google-Smartphone eine künstliche Intelligenz abgefeiert, die um so zu funktionieren, wie sie funktionieren soll, nämlich als dein künstlicher Intelligenzassistent, ungefähr alles von dir wissen muss, dein komplettes Leben durchleuchten muss, jeden Standpunkt, jeden Kontakt, jeden Termin, jede Aktivität, jeden Freund, jeden Geburtstag, einfach alles. Everything that exists. Muss man dieser KI offenlegen, damit sie reibungslos als dein Assistent funktioniert. Klar, irgendwelche Chefs mit ihren Sekretärinnen machen das auch und eventuell kann dir das Google Smartphone auch einen blasen. Oh, das war übrigens eine Clinton-Anspielung, kein generelles Frauending. Kriegt euch wieder ein, es gibt schließlich auch männliche Sekreneure. Ja. Jetzt allerdings wird dir diese Datenkrake als Feature verkauft und nicht mehr als Angriff auf deine Privatsphäre. Und ja, alle Kraken bewegen sich so. Manchmal, wenn ich so unlustig im Video bin, sterbe ich ein kleines bisschen im Inneren. Aber mal im Ernst, was haltet ihr davon? Werdet ihr das Google Pixel Smartphone Dingy nutzen, darüber nachdenken, euch eins zu kaufen? Werdet ihr diese künstliche Intelligenz füttern und den Assistenten nutzen? Eure Meinung zu dem Ding? Einfach mal in die Comments. Ich für meinen Teil wünsche euch auf jeden Fall noch einen traumhaften Tag. Es war mir wie immer eine Ehre, ein Video für euch gemacht zu haben. Und ey, macht's nicht gut, macht's besser, haltet die Ohren steif. Community High Five in 3, 2, 1. Bam!